Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie der Erfolg Brillenwackeln funktioniert. Seit dem 17.01. haben wir den Patch 10.2.5 live und mit diesem Patch sind ein paar wenige neue Sachen dazugekommen. Zum Beispiel Archive von Azeroth. Bei Archive von Azeroth erhaltet ihr Aufgaben, bei denen ihr an Ausgrabungsstätten nach Artefakten graben müsst. Zu dem Ganzen werde ich aber nichts dazu sagen. Macht die Quests, die dazugehören, damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Beim Erfolg Brillenwackeln könnt ihr den Erfolg einfach, währenddem ihr die dazugehörigen Quests macht, erledigen. Wenn ihr die Quests aber schon gemacht habt, könnt ihr den Erfolg trotzdem danach noch machen. Und zwar müsst ihr Folgendes für diesen Erfolg tun. Geht Senata auf die Nerven, indem ihr das Emote Tanzen verwendet, während ihr den Technoseher beim Technosehen für die Archive von Azeroth trägt. Wenn ihr also diese ganzen Quests macht, die dazugehört, dann erhaltet ihr automatisch das Item Technoseher. Es sind drei verschiedene Orte, an denen ihr mit Senata tanzen müsst. Auch hier macht einfach die Quests durch. Ihr gelangt automatisch an diese Orte, wo Senata dann auch steht, dann könnt ihr einfach slash tanzen machen und somit erhaltet ihr auch ganz einfach den Erfolg. Hier im Video seht ihr es noch kurz, wo sie steht, aber wie gesagt, durch die Quest wird ihr automatisch dahin kommen. Und ja, ist super einfacher Erfolg. Macht sich schon fast von selbst. Ich habe gerade über Fluxkondensatoren nachgedacht. Die Geheimnisse der Vergangenheit sind die Funde der Zukunft. Ja, und dann habt ihr den Erfolg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tüdelü.